Die heutige Lektion beschäftigt sich mit dem Thema der Sehfeldtest. Nun, dieser Test ist üblich in der Augenheilkunde und wenn Sie zum Augenarzt gehen, wird dieser möglicherweise regelmäßig einen solchen Test anwenden. Nun, das Gesichtsfeld ist der Bereich, den man sieht, nach zur Seite hin und nach oben, ohne dass man seine Augen bewegt. Sie sehen hier ein solches Gerät, das so funktioniert, dass Sie als Patientinnen und als Patienten Ihr Kinn auf die Ablage legen und dann in diese Maschine reinschauen. Und diese Maschine, das nennt sich ein Perimeter und die Methodik, die Perimetrie, präsentiert an verschiedenen Stellen im Gesichtsfeld kleine weiße oder helle Punkte. Und die Aufgabe besteht darin, dass Sie immer dann, wenn ein solcher Punkt präsentiert wird, Sie auf den Knopf drücken, um dem Gerät zu sagen, den Punkt habe ich gesehen. Nun, man kann das auch leicht ganz grob auch mal mit der Hand testen, indem Sie auf einen Punkt schauen, zum Beispiel auf einen Punkt an der Wand oder an der Ecke eines Bildes, und Sie dann mit einem Auge schauen, was kann ich jetzt hier noch sehen, ohne mein Auge zu bewegen. Also ich fixiere einen Fixationspunkt mit dem Auge, belasse dieses Auge genau an der Stelle und bewege dann meinen Daumen hin und her und schaue, bis wohin der Daumen noch für mich mit dem einen Auge sichtbar ist. Das nennt man ein Gesichtsfeldtest oder in dem Fall eine Fingerperimetrie, eine ganz einfache Perimetrie, die aber recht unpräzise ist. Die hier gezeigten Geräte sind natürlich für die klinische Arbeit und auch für die Forschung wichtig, da sie objektiv herausfinden, wie groß ein Gesichtsfeldausfall ist. Und es sind aber nicht dazu geeignet, Ihre Lesefähigkeit zum Beispiel zu testen. Dafür gibt es andere Verfahren. In dieser Weise bekommt man Hinweise, ob es Bereiche gibt im Gesichtsfeld, die geschädigt sind. Das Gesichtsfeld wird üblicherweise für jedes Auge einzeln erhoben, sodass man sagen kann, in welchem Bereich der Netzhaut der Schaden vorliegt. Im oberen Bereich, im unteren Bereich, rechts oder links. Und man unterteilt dieses Gesichtsfeld in einen blinden Bereich oder geschädigten Bereich, hier schwarz dargestellt, und einen Bereich, der weiß ist. Aber wie Sie aus dem Video zum Thema Residualsehen oder Restsehen schon vielleicht gesehen haben, gibt es aber auch Bereiche, die grau sind, die ein gewisses Potenzial der Reaktivierung haben. Nun, die Gesichtsfeldtests dienen also dazu, dem Kliniker eine Idee zu geben, wie groß der Schaden ist, an welcher Stelle er ist und um welche Krankheit es sich möglicherweise handelt. Deswegen, wenn Sie diesen Test machen, passen Sie bitte auf die Punkte auf, denn Aufmerksamkeit ist wichtig. Reagieren Sie nämlich nicht, weil Sie vielleicht zu viel Angst haben oder gestresst sind oder die Nacht vorher schlecht geschlafen haben, dann kann es sein, dass der Gesichtsfeldausfall viel größer erscheint, als er in Wirklichkeit ist, weil Sie eben dann nicht genug Aufmerksamkeit hatten, um auf die Punkte zu reagieren. Deswegen keine Angst vor dem Test. Der Test gibt Ihnen eine Rückmeldung, aber je mehr Angst Sie haben, umso größer könnte auch der Gesichtsfeldausfall sein und auch zu unterschiedlich in der Messung zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich hoffe, dass Sie damit jetzt ein bisschen weniger Angst haben, wenn Sie einen solchen Test machen, denn von mehr Wissen werden wir auch mehr gute Schlussfolgerungen ziehen können als von weniger Wissen. Deswegen sind Gesichtsfeldtests wichtig, damit Ihr Augenarzt, aber auch Sie verstehen, worin genau das Problem liegt, wo also hier der Hase im Pfeffer ist. Bis zum nächsten Video. Es grüßt Sie ganz herzlich Professor Sabel und tschüss.